Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Mathe is Dead. In der letzten Folge sind wir hier in unserem Zimmer stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus. Okay, mal Leertaste gedrückt halten. Nicht, dass wir was übersehen oder so. Okay, was haben wir hier? Okay, das ist abgeschlossen. Hier haben wir ein Bild. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. Okay, schade. Hier wäre das Telefon. Okay, die Bilder können wir alle anschauen. In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Mama malt leidenschaftlich gerne. Okay, sieht hübsch aus. Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Hat was. Okay, sonst haben wir hier gar nichts. Okay, das ist auch abgesperrt. Ein Schiff, um zu rennen. Müssen wir jetzt rennen, oder wie? Okay, einen Plattenspieler haben wir hier. Julia. Abgeschlossen. Seltsam. Warum haben Sie mein Zimmer abgeschlossen? Hey, aber wieso? Das Familienwappen von Mama. Okay, sieht bisschen komisch aus. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay, mit K können wir unsere Ziele schauen, Zeitung zu erledigen. Martha liest immer die Zeitung. Ich muss mich genauso verhalten wie sie, damit niemand Verdacht schöpft. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Leeren Rahmen einsetzen. Ich habe Martha. Ja, okay, da müssen wir Martha, ein Bild für Martha machen. Die Kamera. Okay. Wir müssen Zeitungen lesen und ein Bild machen von uns. Okay, was haben wir hier? Im tiefen Winter schlief ich dicht am Feuer und Nanny wurde wütend. Willst du zu einem Stück Holzkohle werden, Julia? Ja, neben Kamin ist es schon warm. Papa sagt, dass der hier von uns hergestellte Wein außergewöhnlich ist. Ich hasse Wein. Ich bevorzuge Bier. Ich bevorzuge Bier, hat sie gesagt. Diese Teller gehören nicht uns. Nanny hat sie hier gelassen. Ich erinnere mich gut an sie. Auch der Vogel wieder. War ja auch im Wappenrock zu sehen.
Okay, hier haben wir die Zeitung. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Okay, hier können wir Zeitungsberichte lesen. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Okay, das haben wir ja schon gelesen. Was haben wir hier? Ein festes Bollwerk auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassy. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. 2 Zerstörer und 6 Handelsschiffe versenkt. Ich meine, Zweiter Weltkrieg herrscht ja hier. So, was haben wir hier? Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. In 2 Tagen ist also die Beerdigung, wenn wir den 18. haben. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat 1 Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Okay, interessant. Okay, Zeitung haben wir jetzt gelesen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Brief. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Gehen wir die Kamera. Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Okay, aber ich würde sagen, ich schau Brot, mich... Butter, Marmelade und Kaffee. Marthas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch, aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen, offensichtlich. Alles zu übernehmen, was der andere mag. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Hier haben wir noch was. Das Familienwappen von Mama. Okay, hier haben wir weitere Wappen. Okay, sonst haben wir gar nichts. Ich meine, wir können uns hier noch umschauen. Ich habe Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Ich habe dabei viele Techniken gelernt. So, hier können wir mit nichts interagieren. Hier scheint wohl die Küche zu sein. Okay, wir kommen auch nicht raus oder so. Da ist ein Zettel, aber den können wir gar nicht betrachten. Okay, hier haben wir noch Bilder. Wir schauen uns mal im Haus ein bisschen um, würde ich sagen. Dantes Inferno von Doré. Was für fröhliche Bilder wir immer aufhängen. Ja, sehr fröhlich. Leben und Tod einfach nur. Krieg. Immer Krieg. Selbst auf Gemälden. Ich meine, unser Vater ist ja Offizier. Eines von Papas vielen Fotos. Keine Ahnung, wer diese anderen Leute sind. Sie sind adoptiert.
Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Oh, die Frage ist doch... Apropos adoptiert. Ich meine, beim Streit zwischen den Eltern hat ja der Vater gesagt, dass sie unfruchtbar ist. Vielleicht sind wir echt adoptiert. Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Ah, General ist unser Vater? Okay, ist sehr viel sogar. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Okay, hier liegt unsere Schwester. Pochibonsi, am Tag des heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Okay, interessant. Was haben wir hier? Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Okay. Krass. Ich nehme unsere Schwester. Passiert da was? Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Junge, was war das denn, ey? Aus ihr kam Käfer raus oder so. Und sah ja richtig creepy aus. Okay, was haben wir hier? Vorne haben wir noch was. Das brauche ich im Moment nicht. Liegt da eine Pumpe oder so? Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal raus und fotografieren mal einen Spatz oder so. Immer Leertaste gedrückt halten. So. Oh, die Note gerade. So, was haben wir hier? Vorratskammer. Boah, sie sieht ja richtig schön aus. Okay, haben wir hier noch was? Ach so, okay, da vorne ist ja nur die Zeitung. Art benutzt, um schnell fortzubewegen. Mein Fahrrad. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Oh, wir haben ja eine Fahrradpumpe. Warte, ich lauf mal da. Da war ja doch eine Fahrradpumpe. Bei den Fahrrädern von unseren Eltern. Ja, es geht. Hier ist die Fahrradpumpe. Nice. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Okay, aber nicht hier zurück. Sondern hier. Hallo?
Müssen wir pumpen. Okay, sehr schön. Das Fahrrad. Da steht M. M für Mate, oder? Okay, bei den Pedalen. Okay, ich schau mal. Pumpe, nice, sehr schön. Karte ansehen. Okay, da können wir Dinge machen. Bildchen. Ich schaue mich hier um. Oh, wir können uns so viel umschauen. Die Karte ist hier übel groß. Okay, da können wir gar nicht hin. Oh, ich hoffe, wir finden irgendwie so ein Geheimnis oder so. Okay, das Haus ist schon sehr groß. Okay, hier haben wir gar nichts. Können wir die Tür aufmachen? Ne, können wir gar nicht. Okay, was haben wir hier? Eine Mistgabel. Ja, moin. Ich würde sagen, ich mache mal ein Bildchen vom... Hier haben wir ne was. Ah, der alte Schaukelstuhl. Der ist schon ewig hier. Ich vermisse diese Tage so sehr. Hier können wir ein Bild machen. Wie rüsten wir eigentlich die Kamera aus? Hier ist hier ein Vogel. Ah ja, hier. Wir haben noch die Fahrradpumpe. Du bist dabei, Julias Kamera zu benutzen. Es ist ein Rollycoat von 1940 mit 120 mm Film. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischen Interessen anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlich, je näher du dran bist. Okay, wir müssen nach diesem Symbol Ausschau halten. Drücke E, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Ja, okay, perfekt. Suche das Motiv zu fotografieren. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke linke Maustaste, um fortzufahren. Oder drücke Q, um den Kameramodus zu beenden. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeigen die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an die Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjekt gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Bereite dich dein erstes Bild vor. Wenn du stillstehst, kannst du die Feineinstellung der Kameradrehungen, Neigung oder Höhe vornehmen. Okay. Ja, so sieht's gut aus. Öffne das weiteren Einstellungsfeld, um das Foto einzigartig zu machen. Wende die Bedienelemente des Panels, um Fokus, Belichtung und Blende einzustellen. Drücke Dreieck, um zur Registerkarte extra zu wechseln.
So da oben, oder? Hier findest du alle Erweiterungen, die die Kamera für die Kamera. Du kannst verschiedene Objekte, Filter, Filme mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten und vieles mehr verwenden. Im Momentan steht dir doch nur 100 ISO-Film zur Verfügung, um Panel zu schließen. Nach dem Schließen des Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um die Aufnahmemodus zu wechseln. Ja, okay, das war jetzt richtig kacke. Wo ist der Vogel? Der Vogel ist da. Zu weit weg. Müssen näher ran. Können wir nicht zoomen? Wie verfasst. Okay, das wird lustig. Korrekt belichtet, passt. Jetzt ist es scharf. Großartig. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Okay, nice. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert, aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. Okay, wir haben hier noch ein Tagebuch. Ist da was aktualisiert worden? Nee, leider nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Dunkelkammer. Ja, das muss ja hier dann sein. Ja, hier. Okay, hier können wir sehr viel untersuchen. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein, ciao, euer Crunchy. Till we are here, till we are here, baby.